Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sky Einzelspieler, und heute möchte ich mal die Darksteel Produktion abreißen, denn ich habe ja eine neue entwickelt, wie auch immer, aber ich möchte die erstmal abreißen, denn mit Darksteel hier zu arbeiten ist etwas blöd. Ich würde dann lieber Darksteel autocraften lassen, und das ist auch das Stichwort für die nächsten Folgen. Denn ich würde gerne Logistics-Pipes einsetzen. Und ja, da gibt es schon ein schönes Zeug, denn mit denen kann man richtig Autocrafting-Systeme bauen. Das würde ich mal gerne ausprobieren. Zum Beispiel die Steel-Produktion ist dann eigentlich ganz einfach. Die normale Kohle kommt dann in den Pulverizer und wird zu Pulverized Coal gemacht. Und dazu tun wir dann noch im Induction Smelter die Pulverized Coal und das Iron zu Steel, ja, zusammenschmelzen, und dann haben wir schon mal Steel. Und aus Steel kann man ja dann mit Obsidian Dust und dem Coal Coke Dark Steel herstellen. Und ja, deswegen tue ich erstmal die Dark Steel Produktion hier abreißen schnell und versuche dann mal das Autocrafting voranzutreiben. Deswegen erstmal im Darksteel nochmal nachgucken, ob das wirklich so geht. Ja, Coal Coke 4 und Pulverized Obsidian. Okay, anders geht's nicht. Coal Coke, kann man den nochmal anders herstellen? Coke Ofen? Nein, leider nicht. Dann müssen wir vielleicht noch mehr Coke Ofen bauen. Aber das werden wir dann später sehen. Und jetzt aber erstmal hier alles abreißen. Was natürlich mit der Wrench geht. Stimmt, die habe ich jetzt mit Soulbound verzaubert. Das heißt, die geht auch nicht mehr verloren. So. Kann ich das abreißen? Nee, das muss ich mit der Spitzhacke abbauen. So, ich tue den natürlich hier unten dann aufbauen, den Tesseract. Wieder, damit auch hier der Herr noch Strom hat. So. Deswegen, den würde ich behalten. Nur den hier alles abbauen erstmal. Und das spätere werden wir dann sehen, ob wir das nehmen oder nicht. Stimmt, hier unten haben wir noch Pipes, deswegen baue ich das auch mit ab, weil, ja, doch hier unten die FPS weniger sind als oben, und da denke ich wirklich, dass an die Pipes liegt. Ich habe auch jetzt endlich mal Lava, Wasser und das, Moment, wie heißt das? Oh, es steht gar nicht da, okay. Ja gut, dann müsste ich erst wieder die Aufnahme stoppen, das möchte ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall das Öl, was die Öfen hier herstellen, das speicherst ich dort, und dort ist auch der Tesseract mit dabei. So, deswegen, ich baue hier alles erstmal ab und zack. So, schau mir erstmal nachher das an, wie ich alles machen kann. Aber ich würde erstmal mit den Basics anfangen von den Logistic Pipes. Und ja, deswegen, das könnte schon noch ein paar Folgen dauern, aber ich glaube, Darksteel haben wir jetzt auch noch ein bisschen, dass wir etwas auskommen noch, dass wir nicht immer gleich produzieren müssen. Hier haben wir nichts mehr drin, sehr gut. So, hier hätte ich eigentlich meinen Hammer nehmen können, aber gut, das ist jetzt zu spät. So, erstmal den Ofen noch abbauen. Hier haben wir noch eine Kiste, die muss ja nicht sein. Oh. Ein Glück habe ich den Magnet. Sonst wäre hier schon längst alles runtergefallen. Aber hier wäre wirklich ein Hammer angebracht. Aber ihr merkt schon, hier sind Frame Drops dabei. Das gibt's gar nicht. Ich meine, es kann auch sein, dass es mit an mir liegt, aber naja, ich gebe mir schon Mühe mit den Einstellungen. Deswegen, ich versuche das weiterhin zu optimieren. Wenn das weiter nicht klappt, dann muss ich mal anders irgendwie schauen, wie ich da das hinkrieg. Aber solange ich erstmal so noch relativ gut hinkomme, reicht es ja auch. So, zack. Das war's schon. Am besten, wir bauen uns erstmal hier einen Gang durch. So. Oh, jetzt leckt's. Da kann ich manchmal gar nicht richtig spielen. So. Aber vielleicht ist das auch mit, weil hier die Multiblock-Strukturen dann nicht da sind, sondern nur einfache Blöcke hier rumschweben.
Aber ich denke, der hat auch mit den Partikeln zu tun. Aber ich denke, der hat auch mit den Partikeln zu tun. Aber das kann ich jetzt schlecht sagen. Ich bin auch gleich fertig. Da müsste es ja einigermaßen besser werden, hoffentlich. Ansonsten liegt es wirklich hinten an den Windmühlen oder sowas. Stimmt, die könnte ich eigentlich auch abbauen. So. Nee, es leckt immer noch. Vielleicht liegt es auch oben dran. Stimmt, oben habe ich ja noch Wasser und alles. Da dran kann es auch liegen. So, das hier erstmal alles abgebaut. Jetzt muss ich bloß auf die Löcher aufpassen. Gut. Wo mache ich jetzt am besten den Tesseract hin? Hier ist einer. Nee, da, der tut Energie bekommen. Nee, senden. Soll ich hier einen hinmachen? Ich weiß ja nicht, ob das so gut aussieht. Ich tue erstmal. Den ganz rechts hin, ganz links hin machen. So, hallo, genau. Gut, Hauptstrom out. Energy receive. Genau, zack. So, ein Kabel müsste reichen und das setzen wir hier hin. Genau. Dann hat es jetzt eigentlich Strom und wir können erstmal fort, aber ich weiß nicht, warum das leckt. Ich weiß es leider nicht. Hier war das Loch. Eigentlich müsste ich sowieso alles abbauen. So. Ich hoffe bloß, dass ich nicht runterfall. Eigentlich müsste das mein Magnet schaffen. Ja, er zieht alles hoch. Jetzt muss ich bloß sehen, wie ich das hier am besten hinkrieg, ohne runter zu fallen und am besten auch noch, dass ich alles abgebaut bekomme. Boah, die Wrench, die stört mich schon wieder hier. Mit dem hin-her switchen. Oh. Ja. Ach, hier ist Schluss. Nee. Warum geht's hier runter? Was habe ich hier für sinnloses Zeug gemacht? Okay, dann. Oh. Ja, gut, hier ist zu Ende. Da habe ich jetzt keine Stöcke mehr. So. Das ist viel Arbeit, hier das alles abzubauen. Okay, das war's. Dann hier noch lang. Das müsste auch schon gewesen sein. Okay. Hier geht's einmal lang. Ach, hier wieder rüber. Nein! Oh! Das war knapp. Warum habe ich unter mir abgebaut? Das ist eben dann so, wenn's laggen tut, dann hat man ein Problem. Genau. Dort fehlt noch und dort zwei. Okay. Gut, dann geht es ja. Dann habe ich schon mal ein bisschen geschafft. Hier die zwei. Und hier geht's weiter. Na, komm schon. Ah, hier. Ich muss aufpassen, dass ich unter mir nicht abbaue. Das wäre richtig blöd. Oh, ja, hier ist Ende. Das heißt, ich baue das hier alles mal wieder zu. Stimmt, dort unten war noch ein Tesseract irgendwo.
Oh nein. Ich möchte nicht dort runter. So. Perfekt. Die Frage ist nur, wo ist der Tesseract? Ah, dort. So, mit der Wrench. Ganz vorsichtig. Bekomme ich den? Komm. Habe ich den? Nee. Wo ist der? Ja, jetzt müsste ich ihn haben. Genau. Ja, jetzt habe ich ihn. Und ich kann jetzt hier komplett zubauen. Puh, ein Glück. Dann haben wir das Abbauen hier auch geschafft. Aber die FPS sind nicht wirklich besser. Vielleicht liegt es wirklich hinten an den Windmühlen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch die Mod-Kombination hier, wie das auch schon immer Debitor und Grasscrafter gesagt haben bei ihrem Haus, weil sich da ja auch viele aufgeregt haben. Ja, dass dort sehr, sehr viel leckt oder so. Die haben auch schon gesagt, dass die Einstellungen von den anderen nicht so gut wären. Das kann schon sein. Aber auch die Kombination ist wahrscheinlich zu viel. So, jetzt habe ich aber gerade den, nicht den Alloy Smelter, sondern ich glaube den Crusher, ne? Ich müsste hier die auch mal upgraden, die Pipes hier, damit die schneller gehen. Ich weiß gar nicht mehr. At Ender.io. Genau, die Segmill war's. So, das tue ich alles hier rein, wenn das fertig wäre, genau. Gut. Dann richte ich die jetzt nochmal richtig ein. Du tust nichts machen. Zack. Und hier kommt auch nichts hin. Ist noch irgendwo was? Nein. Okay, das ist okay. Dann die Segmill. Oh, ist auch noch. So. Und unten noch. Dann war's das. Perfekt. Das können wir schon mal einsortieren. Vielleicht brauchen wir das später ja noch. Den Tesseract tue ich auch erstmal einsortieren. So, Block, Block, Block. Dann. Ja, das müsste alles passen. So. Was passiert, wenn ich den hinstelle? Hat er nichts ausgewählt. Sehr. Das passt. Können wir reintun und. Ja, da haben wir es unten abgestellt. Nicht abgestellt. Ja, gut, die Docks, die Produktion abgestellt, aber alles auch schon abgebaut. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum das noch so leckt. Ich denke mal auch wegen der Dauerproduktion hier. Vielleicht liegt es auch da dran. Ich bin mir einfach nicht sicher. Oh. Oh. Hier können wir einen Tesseract reinmachen. Okay, das könnten wir machen, sehr. Da haben wir schon mal das erste. Da lasse ich die Tür auf. Hier brauchen wir nichts machen. Wie sieht's hier aus? Oh. Hier genauso. Einfach Tesseract dran, dann müsste das gehen. Hier in der Mitte Tesseract. Dann muss ich die auch auflassen. Hier ist. Na gut, der Fischer, der braucht das. Hier nochmal der Fischer. Machen die überhaupt was? Oh ja, die tun schon arbeiten. Hier, das habe ich umgeändert mit Tesseracts. Fehlt nur noch das Nutrient Distillation. Das will mit Tesseracts dann bearbeiten. Denn, was ich auch bei Debitor und Castcrafter gesehen habe, ja, die haben nämlich auch ihren Nutrient Tank ganz oben hin gemacht. Denn die Pipes von Ender.io, die mit Druck arbeiten sozusagen, also die auch eine bestimmte Höhe hochpumpen können, das, die Flüssigkeit, hier gerade das Nutrient Distillation, die gibt's hier nicht. Also die kann man nicht bauen. Und gerade die sind gut für hohe Stockwerke. Also kann man jetzt bei jedem Stockwerk kein Inventory Panel machen, wenn man die Produktion unten hat. Also haben die einfach das Nutrient Distillation in einen Tank getan und oben
am Dach den Tank hingemacht, sodass eigentlich immer nur das Nutrient Distillation durch die Rohre runterläuft. Und damit, ja, haben sie sich die Schwerkraft zunutze gemacht, also die brauchen keine Pumpe und so. Das wäre dann der Pressurized Fluid Conduit. Also, ja, den gibt's hier leider nicht. Man kann draufdrücken, es passiert nichts. Es gibt nur den normalen Fluid Conduit. Und, ja, der kann eben keinen Druck aushalten, sozusagen. Und, ja, vielleicht tue ich das auch so bauen. Und das wäre aber dann vielleicht mit dem Tesseract gut. Wenn ich hier mit dem Tesseract nach oben das sende, das Nutrient, das wäre sehr gut. Das muss ich mir nochmal überlegen, aber es sind ja schon sehr, sehr viele Tesseracts hier. Ich könnte das ja auch verbinden, gerade hier die Item Conduits hier, die kann ich ja zusammenfügen. Das sind ja beide Lager-Items. Und zwar, hier wird's gesendet und hier nämlich auch. Aber, naja, das muss ich mir nochmal angucken, warum ich das auch nicht gemacht habe. Da frage ich mich gerade selber. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht abonniert hat, der hat jetzt die Chance, um keine Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.